Jetzt kennen einige von Ihnen schon diese Geschichten. Ah, was passiert, wenn ich x hoch 4 ableite? Dann kriege ich 4 mal x hoch 3 raus. Was passiert, wenn ich den Sinus ableite, kriege ich den Cosinus. Was passiert, wenn ich diese komische Funktion e hoch x ableite, dann kriege ich dieselbe raus. Was passiert, wenn ich den natürlichen Logarithmus ableite, kriege ich 1 durch x raus. Das kann man jetzt im Einzelnen alles klitzeklein herleiten oder man macht es etwas raffinierter, effizienter. Man fängt, wenn man es effizient machen will, mit der Eulerschen Zahl an. Das hatte ich schon angedroht. Wenn man die einmal verstanden hat, sind alle komplizierten Ableitungen geschenkt. Die Eulersche Zahl ist der Schlüssel in der Mathematik, um alle möglichen Ableitungen zu erledigen. Die Eulersche Zahl namens e. Und zu der Eulerschen Zahl e gehört die e-Funktion, die Exponentialfunktion zur Eulerschen Zahl e. X wird abgebildet auf e hoch x, das ist die e-Funktion oder die Exponentialfunktion. Also man kann Exponentialfunktionen haben, 10 hoch x. X wird abgebildet auf 10 hoch x, ist eine Exponentialfunktion. Die e-Funktion mit e hoch x, das ist die, betont die Exponentialfunktion, die natürliche Exponentialfunktion. Ich hatte schon gesagt, die Umkehrfunktion dazu, natürlicher Logarithmus, das ist der natürliche Logarithmus. Man könnte auch sagen, das ist die natürliche Exponentialfunktion, sagt aber keiner. Das heißt einfach die Exponentialfunktion. Heißt auch offiziell dann exp, exp. Man sagt nicht natürlich dazu, aber das ist die natürliche Exponentialfunktion. Wir hatten ganz zu Beginn schon mal geplottet, was ist 2 hoch x? Ja, macht sowas. Was ist 2 hoch x? Ganz grob skizziert hier. Und was ist 3 hoch x? Hatten wir beide schon mal geplottet. Sowas, y ist gleich 3 hoch x. Wenn man das etwas sauberer macht, als ich das gerade hier mache, stellt man fest, oh, es muss dazwischen eine Exponentialfunktion geben, eben y ist gleich e hoch x, derart, dass die Tangente die Steigung 1 hat. Die Tangente an der Stelle x gleich 0. Das schreibe ich mal dazu. Das ist das Entscheidende an der Zahl e. Und Sie sehen schon, aha, die muss also zwischen 2 und 3 liegen. 2 hoch x ist ein Stückchen zu flach. Wenn man es sauber zeichnet, sieht man es. 3 hoch x ist ein Stückchen zu steil. E hoch x, die Zahl e ist gerade so groß, dass wir hier 45 Grad haben. Diese grüne Gerade, die grüne Tangentengerade, geht in 45 Grad durch die y-Achse durch. Das ist das Natürliche, wenn man so will, an der Zahl e, dass diese Tangentensteigung 1 ist. Und gut, e irgendwas bei 2,7. Details später nochmal genau. Man kann sie auch relativ leicht ausrechnen, die Zahl e, aber ich will es jetzt nicht zu weit treiben. Es geht ja eigentlich um Ableitungen. Also zwischen 2 und 3 gibt es so eine komische Zahl, 2,7 noch was, die wir die Eulersche Zahl nennen. Jetzt müssten Sie mit der linearen Näherung hinschreiben können, was das heißt. E hoch eine Zahl in der Nähe von 0. Was bedeutet das jetzt mit Hilfe der linearen Näherung? Tangentensteigung hat was mit linearer Näherung zu tun. Schreiben Sie das mal hin. Der Trick ist zu sagen, das ist ja e hoch 0 plus h. Ich möchte die Exponentialfunktion, die Exponentialfunktion, an der Ausgangsstelle 0 plus eine Störung haben. Jetzt kommen Sie mit der linearen Näherung. Die Geradengleichung der Tangentengerade. Der Achsenabschnitt ist 1. Hier rechne ich nämlich e hoch 0 oder 2 hoch 0 oder 3 hoch 0. Der Achsenabschnitt auf der y-Achse ist 1. Na, ich schreibe mal, y ist gleich 1 plus. Und jetzt haben wir die Steigung 1. 1 Meter zur Seite, 1 Meter nach oben. Das sind die 45 Grad hier. Also plus 1 mal x. Oder, naja, 1 plus 1 mal x. X plus 1 ist die Gleichung der Tangentengeraden. 1 mal x plus 1. Die Steigung ist 1 und der Achsenabschnitt ist 1. Und jetzt gucke ich auf dieser Tangentengeraden nach. Ich gucke nicht auf der e-Funktion nach, sondern ich gucke auf der Tangentengeraden nach. Das heißt lineare Näherung. Die Tangentengerade an der Stelle x gleich 0, das ist die grüne hier. Und ich gucke auf der grünen Geraden nach, statt auf der e-Funktion nachzugucken. Das veranstalte ich hier. Ich gucke auf dieser grünen Geraden nach. Was passiert, wenn ich e hoch h ausrechnen will? X ist gleich h. Na toll, es kommt raus h plus 1. Das kriege ich aus der Tangentengeraden raus. E hoch 0,001 möchte ich ausrechnen. Ich gucke auf der Tangentengeraden nach. 0,001 plus 1.
H plus 1 kriege ich raus. Plus, wie üblich hier, Kleingeld sozusagen, klein o von H, damit ich in gleicher Zeichen schreiben darf. Es ist hübscher, wenn hier 1 plus H steht. Ich schreibe mal hier 1 plus H. 1 ist ja groß, H ist klein im Zweifelsfall, o von H ist noch kleiner. So rum schreibe ich es mal. Gucken wir gerade mal mit dem Taschenrechner. Numerisches Experiment, wenn ich sowas habe wie 0,00123 und davon wähle ich die Exponentialfunktion. Finden Sie hier jetzt nicht so schnell. Inf, aha, e hoch x, da haben wir es. Davon die Exponentialfunktion. Das wird jetzt werden 1,00123 plus Kleingeld. 1,00123 plus Kleingeld. Das ist der Witz bei der natürlichen, bei der Exponentialfunktion. 10 hoch x, die können das nicht. E hoch x kann das. Wenn Sie, ich führe es nochmal mit einer anderen Zahl vor, wenn Sie sowas rechnen wie 0,00042 natürlich, 3 Nullen, die 42, wenn Sie das nehmen in den Exponenten der E-Funktion, dann kriegen Sie 1,00042 und ein bisschen. 1,00042. Das ist der Witz mit dieser Tangentengerade. Wenn ich e hoch eine Zahl dicht bei 0 rechne, kriege ich raus 1 plus diese Zahl. Plus einen sehr kleinen, im Zweifelsfall, Rest. Je dichter ich an der 0 bin mit der Zahl h, desto kleiner ist der Rest. Das ist der Witz an der natürlichen, an der Exponentialfunktion, von der man dann den natürlichen Logarithmus bildet als Umkehrfunktion. Diese Eigenschaft, wenn man diese Eigenschaft einmal durchdrungen hat, gibt es 90% der Ableitungen der üblichen Funktionen geschenkt. Wenn man das jetzt hat, gibt es die Ableitung der E-Funktion geschenkt. Ich möchte ja wissen, für die Ableitung der E-Funktion, e hoch x plus h, ich störe das x, diesen Ausgangsstelle, störe ich ein bisschen. Was wird passieren? Jetzt gehen Sie mit Potenzgesetzen dran. Was können Sie hier mit Potenzgesetzen machen? Genau, hier oben. X-Faktoren mal H-Faktoren sozusagen, aber geht ja auch mit Wurzeln und mit negativen Zahlen da. Also e hoch x mal e hoch h. Ha, jetzt wissen wir, was e hoch h ist. Das kommt ja jetzt rein. Das ist e hoch x. Jetzt also mal e hoch h ist 1 plus h plus Kleingeld. Ist also e hoch x plus e hoch x mal h plus e hoch x mal Kleingeld ist weiterhin Kleingeld. Und jetzt kann ich die Ableitung der E-Funktion ablesen. Wo sehe ich die Ableitung der E-Funktion in dieser Gleichungskette? Da finden Sie die also. Vor dem h, die Funktion an der Ausgangsstelle, plus Ableitung mal Störung plus Kleingeld. E hoch x muss meine Ableitung sein. Das ist eine total spannende Erkenntnis. Ich möchte e hoch x ableiten und ich kriege wieder e hoch x als Ableitung raus. Wenn Sie die natürliche Exponentialfunktion, die Exponentialfunktion ableiten, kriegen Sie dieselbe Funktion wieder raus. Eine Funktion, die gleich ihrer Ableitung ist. Alles nur mit dem Trick, dass ich sage, ich suche mal eine Basis für eine Exponentialfunktion, sodass hier die Tangente einen 45-Grad-Winkel bildet. Damit sehe ich, ach, das ist ja lustig, diese Funktion ist ihre eigene Ableitung, was nicht ganz so unplausibel ist, wenn Sie sich das angucken. Aha, hier ist sie steil, da ist auch ihr Wert groß. Hier ist sie flach, da ist auch ihr Wert flach. Hier ist ihr Wert 1, aha, und die Steigung ist auch 1. In meiner Skizze nicht so ganz. Vielleicht nochmal die Kurve angucken, haut wirklich hin. Die Exponentialfunktion gibt an jeder Stelle ihre eigene Steigung an. Deshalb ist die Funktion so wichtig. Wenn wir nachher Differentialgleichungen irgendwann haben, ich suche eine Funktion namens y, deren Steigung gleich der Funktion selbst ist. Wenn ich so eine Differentialgleichung habe, aha, e hoch x ist ein Kandidat. Nicht der einzige Kandidat, aber ein Kandidat dafür. Jetzt können wir diese Art von Exponentialfunktion ableiten. Wichtig ist dann auch noch die Ableitung vom natürlichen Logarithmus. Die gibt es jetzt auf die Schnelle. Der natürliche Logarithmus, mal wieder, wir sehen immer derselbe Trick, der natürliche Logarithmus von einer gestörten Stelle hier, Ausgangsstelle plus Störung, möchte ich wieder so zerlegen, wie wir es hatten, wird also werden der natürliche Logarithmus von der Ausgangsstelle plus die Ableitung des natürlichen Logarithmus, kenne ich noch nicht, kennen Sie im Zweifelsfall aus der Schule, aber ich tue jetzt so, als ob ich es noch nicht weiß, mal die Störung plus Kleingeld.
möchte mit demselben Trick jetzt an den natürlichen Logarithmus dran. Was ist die Ableitung des natürlichen Logarithmus? Der steht hier schon mal stellvertretend. Ich weiß aber offiziell noch gar nicht, was da rauskommt. Der Trick ist jetzt, ich bilde auf beiden Seiten e hoch, was da steht. E hoch die linke Seite, e hoch die rechte Seite. Wissen Sie was? Mir fällt gerade ein, es geht viel leichter. Wir kommen viel schneller zum Ziel. Man könnte so vorgehen, mir fällt aber gerade ein, es geht viel leichter. Ich bin ja ein fauler Mensch. Ignorieren Sie das, das würde gehen. Wir machen das anders. Wir haben ja schon die Kettenregel. E hoch ln von x. Ha, was ist e hoch ln von x? So, kleine Wiederholung zu Logarithmen. Das ist natürlich einfach x. Der natürliche Logarithmus sagt, womit potenziere ich e, um x rauszukriegen? Das steht hier im Kringel. Und jetzt potenzieren Sie e mit dem Ding. Na, dann kriegen Sie x raus. Vielleicht sicherheitshalber nochmal so. Nehmen Sie 10 hoch den 10er Logarithmus aus 1000. Der 10er Logarithmus aus 1000 ist 3. 10 hoch 3 ist 1000. Überraschung. Die Basis hoch den entsprechenden Logarithmus hebt sich weg, wird zur Identität. E hoch den natürlichen Logarithmus von x wird wieder x. So, und jetzt, das ist viel raffinierter als die lineare Näherung, fiel mir gerade ein, jetzt bilden Sie auf beiden Seiten die Ableitung. Das muss ja funktionieren, dass das immer noch gleich ist. Wenn diese Funktion gleich der Funktion ist, dann muss auch die Ableitung der linken Funktion gleich der Ableitung der rechten Funktion sein. Und wir haben gerade nochmal die Kettenregel geübt. Bilden Sie auf beiden Seiten die Ableitung, links mit der Kettenregel, eine Funktion einer Funktion. Und damit finden Sie plötzlich die Ableitung vom natürlichen Logarithmus. Ohne großen Aufwand. Die äußere Funktion ist die E-Funktion. Das war vielleicht nicht ganz so klar. Stellen Sie sich das nochmal vor. F von G von X. Was Sie dem X zuerst antun, das ist die innere Funktion. Was Sie als letztes machen, das ist die äußere Funktion. F mache ich zuletzt, das ist die äußere Funktion. G mache ich zuerst. G von X muss ich erst ausrechnen, das ist die innere Funktion. Der Logarithmus, das ist die innere Funktion. Da nicht verwirren lassen. Und e hoch, das ist die äußere Funktion. Und jetzt kommen wir mit der Kettenregel. Die äußere Funktion muss ich ableiten. E hoch muss ich ableiten. Wir haben gerade gesehen, na toll, e hoch x nach x ableiten gibt e hoch x. Die Ableitung der äußeren Funktion bleibt e hoch. Und dann setzen Sie ja ein, den Logarithmus von x. Sie bilden f' von g von x. Die innere Funktion setzen Sie ein, die Ableitung der äußeren Funktion. Die Ableitung der äußeren Funktion ist die äußere Funktion, weil das war die e-Funktion. Die bleibt beim Ableiten dasselbe. F' von g von x, das steht hier. Mal, und jetzt brauche ich die Ableitung der inneren Funktion, ln' von x. Kennen wir noch nicht. Gleich kennen wir es. Das hier ist mal g', wenn Sie so wollen. Das steht auf der linken Seite. Rechts leiten Sie x ab und kriegen 1 raus. x hat die Steigung 1, wenn Sie so wollen. Nicht nur, wenn Sie so wollen. Das kriege ich raus und jetzt kann ich auflösen, netterweise, und kriege die Ableitung vom Logarithmus raus. E hoch ln von x hatten wir schon. E hoch ln von x ist nichts anderes als x. Und damit finde ich hier, x mal die Ableitung vom Logarithmus ist 1. Also ist die Ableitung vom Logarithmus 1 durch x. So kommt man da drauf. Also die e-Funktion bleibt beim Ableiten die gleiche. Ableiten tut der e-Funktion nichts an. Die Umkehrung der e-Funktion, der natürliche Logarithmus, der wird beim Ableiten 1 durch x. Dann die Logarithmen, glaube ich, gar nicht geplottet, wenn Sie sich das so vorstellen. Logarithmus, der fängt steil an. Bei x gleich 1 hat er die Ableitung 1, 1 durch 1. Bei x gleich 2 hat er die Ableitung 1,5, der wird immer flacher. Ist nicht ganz so unsinnig. Vielleicht einmal plotten, um das zu sehen. Also e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Der Logarithmus, der natürliche Logarithmus, wird abgeleitet zu 1 durch x. Die anderen Logarithmen werden natürlich krumm werden. Der 10er Logarithmus und der 2er und was auch immer. Die werden beim Ableiten krumm werden. Aber der natürliche Logarithmus hat als Ableitung schlicht und ergreifend den Kehrwert. Was haben wir damit? Ich sollte noch sagen, derselbe Trick geht bei Sinus und Arcosinus und bei Cosinus und Arcoscosinus und so weiter.
Sie schreiben mit Sinus und Arcosinus was hin, was wieder x ist, umhängen den ganzen anderen Kollegen, leiten ab und dann finden Sie die Ableitungen von Arcosinus und Konsorten. Damit hat man die auch.